Als ich Alexa im Juli das erste Mal kennengelernt habe, war sie sehr aufgeregt. Sie ist in Frankfurt gelandet und das erste Mal in Darmstadt gewesen. In Darmstadt kann man alles fußläufig erreichen oder man switcht in den Bus. Auf jeden Fall braucht man sein Auto nicht. Alexa hat mir am Anfang erzählt, wie viel Heimweh sie hatte. Aber das ist jetzt auch verflogen. Obwohl sie sich am Anfang so sehr nach ihrer Familie und Freunden in den USA gesehnt hat, hat sie nun Freunde gewonnen, mit denen sie ganz viel erleben kann. So kann sie mit uns Freunden in eine Bar gehen, einen Kinoabend machen, Spaß haben. Dass Alexa einfach so in den Flieger gestiegen ist und hier in Deutschland ein Auslandssemester macht, das ist sehr beeindruckend. Außerdem freue ich mich für sie, dass sie hier ein Semester an unserer Universität studieren kann und danach sogar noch ein praktisches Semester machen kann, um das deutsche Arbeitsleben kennenzulernen. Für Alexa war es sicher eine Umstellung, aus den USA nach Deutschland zu kommen. Am Sonntag kamen die Geschäfte hier zum Beispiel gar nicht auf. Zu Fuß durch Darmstadt zu laufen, einen Kaffee in der rechten Hand, die Zeitung in der linken, ein bisschen durch den Herrengarten zu rennen und dass sie es vermissen wird, wenn sie zurück in den USA ist. Sandra and I have really become good friends during my time in Germany. I'm very sad that she has to leave and go to the United States, but I'm really excited that she gets to have such a wonderful experience. I know that she won't be disappointed because we have some really incredible beaches, mountains, and the entire East Coast is absolutely gorgeous during the fall. I know that when I first got to Germany, everything was really scary for me and I needed a lot of help. But I was able to get through it relatively quickly because I met so many great people once I was here. And it was very easy for us to just switch into English when I had to ask someone a question. Sandra is so brave for taking on this program since it's such a big difference between the United States and Germany. In the United States, living in a dorm is very different from living in a WG in Germany. Still, the Virginia Tech campus is a really big place. And there will be plenty of stuff for her to do on the campus. I think this will be a big adjustment for Sandra, but I think it will really push her outside of her comfort zone and help her come out of her shell. You have to promise me that we'll keep in contact while you're in the United States. Hast du auch Durst? Ja, aber ich habe keinen Flaschenöffner. Den brauchen wir gar nicht. Was? Ich brauche einfach nur eine andere Flasche.